Meine lieben Skorpione, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu dieser allgemeinen Legung zum Thema Liebe und Wunschpartner für den Juli. Ich freue mich, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier heute einzuschalten, mit mir gemeinsam in die Energien für den Monat Juli zu schauen, was ich euch da für schöne Botschaften überbringen darf. Bitte bedenkt, allgemeine Legung aus den Kollektivenergien kann ich für jeden von euch zu 100% stimmig und passend sein. Des Weiteren sind Personenkarten geschlechterneutral. Dreht es euch bitte so hin, dass es für euch stimmig und passend ist. Wie immer starten wir mit dem Seelenorakel. Da möchte ich einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen, was die mir für euch so an Botschaften überbringen mögen. Worauf sollt ihr achten? Was ist wichtig für euch im Juli? Dann geht's mit dem Feentarot weiter. 5 Hauptenergien, 5 Hauptüberschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner. Und die schauen wir uns natürlich noch ganz genau mit dem Licht- und Schattentarot an. Und da fällt mir gerade auf, dass mein Tarot noch am anderen Tisch ist. Einen Moment. Da musste ich doch jetzt ganz schnell flitzen, weil ich hatte gerade eine private Legung und die habe ich heute am anderen Tisch gemacht. So. Jetzt auch noch. Ein Nieser. Falls ich zwischendurch mal husten muss, bitte entschuldigt. Ich hatte eine fiese Erkältung und der Husten ist irgendwie immer noch geblieben. Aber jetzt starten wir los mit dem Blick in euer Herz, in eure Seele, was die uns für Botschaften überbringen möchten. Da hätte ich gerne 3 Botschaften aus eurem Herzen, von eurer Seele. Was ist im Juli für euch wichtig? 3 Botschaften, bitte. Die wollte, die hat sich umgedreht und eine noch. Da ist sie. So, dann schauen wir einmal hinein. Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Das ist eine Aufforderung, mal dem Alltag zu entfliehen, raus in die Natur zu gehen, je nachdem, was ihr so für Möglichkeiten um euren Wohnort habt. Wald, See, ein Park, geht einmal raus. Lasst die Seele baumeln, genießt ja das Wetter, sofern es geht. Und wenn ihr eine Eiche findet, dann setzt euch mal unter eine Eiche, lehnt euch an den Stamm und tankt die Energie dieses Baumes auf. Denn die Eiche gibt gerne, lässt auch gerne mal ja so hilfreiche Energien in dich strömen, um einen Blick in dein Herz, in deine Seele zu werfen, dir mal ja ganz nah zu begegnen, was so in dir wirklich vorgeht. Oh, du bist im Drama gefangen. Befreie dich, bewege dich, veränder dich und erblühe ganz neu. Woran haltet ihr fest? Das ist das Thema im Juli. Wo denkt ihr permanent zurück? Was ist es, was euch ja wie ein Karussell verfolgt? Kaum seid ihr mit euren Gedanken nicht bei einer bestimmten Sache, ploppt dieses Ereignis wieder in euch hoch, zieht euch runter, macht euch traurig und nachdenklich. Da ist es im Juli an der Zeit, das loszulassen. Vergangenheit ist und bleibt leider Vergangenheit. Wir können uns gerne daran zurückerinnern, aber wenn möglich an die schönen Erinnerungen, an die Erinnerungen, die uns ein Lächeln auf die Lippen zaubern, uns beflügeln und Hoffnung geben. Die negativen Energien sollte man versuchen loszulassen. Und wie mache ich das?
Ich sag immer als Tipp, legt euch aufs Bett, erinnert euch an die schönen Momente dieser Zeit. Seid dankbar dafür und gebt sie mit Licht und Liebe nach oben, lasst sie los. Die negativen Schwingungen hängen sich dran. Im Gegensatz zu den negativen Schwingungen, an denen man so festhält. Es ist wie ein Kaugummi am Schuh, du kriegst sie nie ganz los. Darum gebt das Schöne nach oben. Der Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Entschuldigt, das kann heute noch etwas öfters passieren. Welche Wahrheit wolltest du bis jetzt nicht sehen? Hast sie verdrängt? Konntest nicht hinschauen? Hat vielleicht auch was mit dem Drama zu tun? Vielleicht gibst du dir auch an einer bestimmten Situation die Schuld. Ist so eine Eigenart von uns, dass wir komischerweise das Gegenüber immer in Schutz nehmen. Nach dem Motto, er würde ja, wenn er könnte. Wenn die Möglichkeit bestehen würde, würde er sich für mich entscheiden. Und. Komische Angewohnheit von uns habe ich auch. Was ist also die Wahrheit, die du nicht sehen möchtest? Um die geht es im Juli. Raus aus dem Drama, Dinge erkennen und Kraft tanken in der Natur. Das sind so die drei Hauptüberschriften, was deine Seele, was dein Herz betrifft. Und jetzt gehen wir in die Hauptenergie, in die Hauptüberschrift zum Thema Liebe und Wunschpartner und schauen einmal, was für Botschaften da kommen. Vier Energien hätte ich da gerne noch. Uiuiui. Drei und noch zwei, bitte. Das sind sogar zwei. So, wir haben das Ego. Die Illusion, gefangen zu sein. Die Illusion, gefangen zu sein. Du fühlst dich in einer Situation gefangen, mag auch mit der Vergangenheit zu tun haben. Hast du das Gefühl, du bist blockiert, du kannst dich nicht weiter bewegen, du kannst dich vielleicht auch aus diesem emotionalen Tief im Moment nicht befreien. Du hängst da fest. Da geht es ja auch darum, etwas genauer hinzuschauen. Denn du bist nicht gefangen in dieser Situation. Du hast die Macht, die Situation zu ändern, dich zu befreien. Das Ego sagt auch ganz deutlich, du hast dich zu befreien, denn du bist das Wichtigste für dich. Das hört sich jetzt egoistisch an, ist es aber nicht. Denn nur so glücklich wie ihr seid, so glücklich kann auch euer Umfeld sein. Der Prinz des Herbstes. Zuverlässig, beschützend, ritterlich, humorvoll. Prinzen sind noch keine Könige. Prinzen sind immer so, sage ich, ja, noch ein bisschen unterwegs, schauen sich die anderen Schlösser an, ob da auch noch Prinzessinnen sind, die ihnen eventuell gefallen könnten. Wir werden gleich sehen, ob es sich dabei um die Energie oder eine Personenkarte handelt. Und dann haben wir noch die Acht des Herbstes. Die Acht des Herbstes fordert dich auf, genau hinzuschauen, noch Nachforschungen anzustellen, bevor du in eine Entscheidung gehst. Betrachte das Ganze mal mit etwas Abstand. Du sollst ja auch in den Tempel deiner Wahrheit blicken. Das führt auch dazu, ich muss ein bisschen am Licht spielen, entschuldigt, dass du alles nochmal Revue passieren lässt, genauer hinschaust. Die Herrscherin. Die Herrscherin ist eine Mega-Energie, denn die sagt, dieser Wandel, den du im Juli
durchlaufen sollst, wird dich in eine ganz andere Energie bringen. Wenn du den Mut hast, die Kraft hast, dir genau anzuschauen, was hindert dich, was hält dich fest, was zieht dich runter, was macht dich traurig, was war die Ursache, wie kann ich sie ändern, kommst du in die Energie der Herrscherin und die Herrscherin kann alles erreichen, denn sie trägt alles in sich. Die Herrscherin herrscht auf eine sanfte Weise im Gegensatz zum Herrscher, der sich so durchsetzt. Die Herrscherin ist liebevoll, aber bestimmend. Und die 9 des Frühlings: Schütze die Früchte deiner Arbeit. Also auf das achten, was du erreicht hast und was du noch erreichen möchtest. Sich zu schützen ist nicht schlecht. Mauern um sein Herz aufbauen, ganz blöde Idee. Eine gewisse Art von Schutz, ja. Aber nicht so, dass man dem anderen nicht die Möglichkeit lässt, auch an einen ranzukommen. Ja? Nicht immer gleich so mit dem Stachel winken hier nach dem Motto, kommst mir zu nahe, dann steche ich dich. Nein, lass die mal auf euch zukommen. Ja? Egal, was in der Vergangenheit vielleicht war. Jetzt schauen wir aber einmal ganz genau auf das Ego, auf das Gefühl, gefangen zu sein. Wo habt ihr denn das Gefühl, gefangen zu sein und was tut sich da im Juli für euch? Ui, das ist eine Menge. Ja, ihr habt euch eingekästelt, ne? In eurem Nest, habt euer Herz mal gerade nebenan gelegt, in der Embryonalhaltung absolut schutzbedürftig. Das ist euer Nest. Im Nest fühlt man sich sicher. Damit einem keiner das Herz brechen kann, legen wir es einfach mal nebenan und warten ab, was so passiert. Schutzbedürftigkeit. Vielleicht Handlung aus diesem Drama. Aber ihr werdet erkennen, dass ihr etwas hinter euch lassen müsst, nämlich das. Die 8 der Kelche zeigt an, man lässt etwas zurück, wo das Herz auch dran hängt. Man hat aber erkannt, dass man nur auf die Sonne zulaufen kann, ins Licht gehen kann, zurück zu positiven Energien, wenn man das hier loslässt. Ich muss zwischendrin immer mal was trinken, weil sonst krächzt der Hals. Wir haben wieder die Herrscherin, sie ist zum zweiten Mal gefallen. Durch die Erkenntnis, dass ihr das Alte zurücklassen müsst, kommt ihr jetzt in die Energie der Herrscherin. Ihr seht, die Herrscherin gebiert sozusagen die Welt. Sie hat alles, was sie benötigt, in sich. Die Kraft, das Selbstvertrauen und den Mut, jetzt nach vorne zu blicken. Die 6 der Kelche. Eine Karte, da erinnert ihr euch an jemanden oder jemand erinnert sich gerne an euch. Kann auch gut sein, dass da jemand zurückkommt. Vielleicht sogar der Mensch, an den du hier so viel denkst. Das ist eine Karte einerseits des Wachstums, was ihr hier gerade durchmacht, denn ihr seht, vom Kind zum Erwachsenen, das ist ein Prozess, eine Lernaufgabe. Andererseits, wie gesagt, eine Erinnerung, eine schöne Erinnerung und eine Rückkehr. Mir sieht es so aus, als würde da tatsächlich jemand zu euch zurückkommen. Es hat sich jemand erinnert, wie schön es mit euch war. Ihr seid in dem Zustand, ihr habt das hinter euch gelassen. Ihr steht ganz anders da. Möglicherweise manchmal kommen die Worte so schnell in meinen Kopf, dass ich sie nicht sortiert bekomme. Möglicherweise fasziniert das euren Gegenüber, eure Verwandlung.
Vielleicht wart ihr hier noch in einer Art Bedürftigkeit? Habt die Situation, ja, gelassen, wie sie ist, aus Angst, euer Gegenüber zu verlieren? Hat aber nicht geklappt, sonst hättet ihr euch hier nicht zurückziehen müssen, beschützen, selbst schützen müssen. Ihr seid auf der Siegerstraße. Die 6 der Stäbe sagt, da verändert sich etwas. Und zwar ins Positive für euch. Die Sonne ist die absolute Erfolgskarte. Und die 6 der Stäbe sagt auch, ihr seid der Gewinner. Möglicherweise dadurch, dass ihr die Wahrheit erkennt, rausgeht aus diesem Drama, das zurücklasst und zur Herrscherin werdet. Die Herrscherin ist anmutig, voller Selbstvertrauen. Könnt ihr jetzt das erreichen, was vorher vielleicht für euch unmöglich war, wo ihr dachtet, ihr seid in der Situation gefangen? 2-mal Erfolg hintereinander. Für die Singles unter euch, es ist Zeit, wieder rauszugehen. Nicht mehr an das zu denken, was war, sondern das anzuschauen, was kommt. Denn die Sonne sagt, da kommt etwas Traumhaftes auf euch zu. Etwas, das euch zum Strahlen bringen wird. Etwas, das euch, ja, nicht nur zur Herrscherin, sondern ihr werdet sagen, Chaka, das ist es. Jetzt ist es aber echt nervig, entschuldigt. Kommt, wenn ich so viel rede, dann kratzt der Hals. So, jetzt schauen wir mal auf den Prinz des Herbstes, der noch nicht so ganz Fisch und Fleisch ist, der vielleicht auch noch nicht gewusst hat, wie er mit euch weiter vorangehen möchte. Denn wie gesagt, ein Prinz ist noch kein König, ist in seiner Energie, in seinem Wachstum noch nicht so stabil und weiß noch nicht genau, was er möchte. Vielleicht auch das der Grund, warum ihr so im Drama gefangen seid, dass es da immer so ein On-Off gab, ihr nicht wusstet, wie es weitergeht und ihr euch einfach in der Situation, ja, ich sag's mal auf Badisch, scheiße gefühlt habt. Ja, das Ass der Münzen, da erkennt jemand, dass das mit euch Wachstumspotenzial hat. Ass ist die Chance, Münze die Fülle. Das ist die Chance auf Fülle, aber nicht nur die Fülle im Äußeren, nein, sondern auch die Fülle im Inneren. Das Erfülltsein, die Erfüllung. Gut möglich, dass da jemand zurückkommt, weil euer Gegenüber erkannt habt, was ihr eigentlich für ein besonderer Mensch seid. Der Page der Kelche, da möchte jemand in die Leichtigkeit mit dir zurück. Der Page der Kelche ist Leichtigkeit in der Liebe, verliebt sein, den Kopf in den Wolken haben, ein Glücksschweinchen. Sich, ja, so zu fühlen, wie es ist, wenn man frisch verliebt ist. Voller Glück, voller Freude, bisschen den Kopf in den Wolken oder die rosane Brille auf. Aber da möchte euer Gegenüber wieder hinkommen. Der Ritter der Stäbe sagt, auf geht's, Burben. Der Ritter der Stäbe ist Abenteuer. Sich darauf einlassen, auf das Abenteuer dieser Liebe. Spaß haben, Freude haben, etwas gemeinsam unternehmen. Da sieht jemand das als Chance mit dir. Wieder in die Leichtigkeit zu kommen, die Fülle wieder zu spüren und das Leben zu genießen. Die 8 des Herbstes. Die 8 des Herbstes ist auch so, schaut mal, das ist eine alte Frau, ein Kind hört zu. Vorhin habe ich gesagt, was musst du lernen, was musst du dir angucken, welche Wahrheit. Wenn du in den Tempel deiner Wahrheit schaust, dann hör einmal der inneren Stimme zu. Was möchte sie dir sagen? Ich habe so das Gefühl, du hast sie eine ganze Zeit unterdrückt. Jetzt ist es an der Zeit, deiner inneren Stimme zu lauschen, ihr zu vertrauen. Was möchte sie denn dir mitteilen?
Unser Unterbewusstsein möchte uns nie etwas Schlechtes. Oh, schaut mal her. Da ist doch jemand zum König mutiert. Der König der Münzen, was sehr schön passt, weil wir haben hier das Ass der Münzen. Die Chance auf Fülle. Hier ist jemand in seine Fülle gekommen, in seinen Ausgleich. Der König der Münzen weiß, was er wert ist. Er ruht in sich. Er hat, ja, ich möchte mal sagen, seine Schäfchen im Trockenen, ist hilfsbereit, stabil und weiß ganz genau, was er möchte. Da hat tatsächlich hier unser Prinz des Herbstes etwas erkannt. Da möchte jemand raus aus dem Mangel. Da schaut er nämlich drauf. Die 5 der Münzen ist der Mangel, in dem du, ihr oder dein Gegenüber sich befindet. Nicht hinschauen, dein Thema. Nicht hinschauen, lieber die Augen verschließen, statt der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Du musst doch den Blick nur heben, den Schlüssel hier nehmen, durch die Tür gehen. Raus aus dem Mangel. Gehört Mut dazu, vor allen Dingen, wenn man sich etwas anschauen muss, was man lieber verdrängt. Aber das wirst du. Die Herrscherin bringt dich in die Energie der Königin der Schwerter. Und die Königin der Schwerter sagt genau, was sie möchte. Sie hat ein Schwert, du einen Stachel. Die Königin der Schwerter nimmt kein Blatt vor den Mund. Die hat nämlich jetzt ein Ziel vor Augen. Schwertenergie, denken. Du hast genug darüber nachgedacht, was du möchtest, was du nicht mehr möchtest, was du hinter dir lassen willst. Und das gibst du jetzt mit klaren Worten deinem Gegenüber rüber. Ja, da kommt jemand und bittet dich um Verzeihung. Prinz Charming, wie ich ihn immer nenne. Da hat jemand etwas erkannt. Ich sagte, vorhin schon deinen Wert erkannt. Der kommt jetzt und möchte dich um Verzeihung bitten. Für das, was war. Vielleicht auch das Drama, was er in dir, ja, angestellt hat. Ob du diese Entschuldigung annimmst, das ist deine Angelegenheit. Von jedem von euch die eigene Sache. Für die Singles sieht es so aus, dass ihr jemanden begegnet, der euch aus diesem Gefühl von Mangel rausholt, das ihr vielleicht als Single gefühlt habt. Ihr werdet vielleicht sagen, nö, bin ein glücklicher Single, aber jeder, der ganz, ganz ehrlich mit sich ist, vermisst schon manchmal das Kuscheln oder das Gefühl, dass jemand da ist, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Da werdet ihr jemanden begegnen, der eure Stärke zu schätzen weiß und sich euch öffnen möchte, verwöhnen möchte. Prince Charmings, die schenken Blumen, die schreiben kleine Liebesbriefe, die sind bereit, das Gegenüber zu verwöhnen. Die Welt sagt Erfolg. Erfolg haben wir hier mit der Sonne schon liegen. Also das ist eine Erfolgsgeschichte, die Dinge laufen rund. Wenn die Welt fällt, sage ich auch immer, das Universum hat die Finger mit im Spiel. Die möchte, dass etwas rund läuft, dass sich da etwas bewegt, dass etwas, ja, Schönes passiert. Hier haben wir wieder die Herrscherin. Schauen wir mal, was diese Herrscherin uns noch erzählt. Ihr werdet eine ganz krasse Energie verspüren im Juli mit 2x Herrscherin. Und noch 2, 3 auch gut. Jo, da lassen wir was hinter uns, ne? Das haben wir ja hier das Thema. Ihr müsst dieses Drama hinter euch lassen.
auf dieses Schiff packen und in klare Gewässer fahren. Das wollt ihr auch. Klar sehen, was bei euch los ist, was euer Ziel ist, was ihr euch wünscht. Raus aus dieser Hab-Acht-Stellung, auch ihr Singles. Nicht jeder Mensch, der euch begegnet, will euch ans Leder. Ihr müsst nicht immer so in dieser Hab-Acht, in dieser vorsichtigen, ja, Beobachtungsposition sein. Öffnet euch. Die Entscheidung. Ich habe so gerade das Gefühl, dass es genau an dieser Entscheidung hier die ganze Zeit hing. Da konnte sich jemand nicht entscheiden. Er hat zwar die ganzen Kelche der Liebe gesehen, aber er hatte Angst vor der Schlange, die unter einem der Kelche lauerte und ihn eventuell beißen könnte. Was ist das, die Schlange? Die Sicherheit. Die Sicherheit aufgeben. Etwas Neues beginnen, das man nicht einschätzen kann. Das gewohnte Umfeld vielleicht verlassen. Das hat jemanden ziemliche Kopfschmerzen bereitet und euch in ein Drama gestürzt. Aber wenn ihr eurem Gegenüber die Chance gibt, kann daraus etwas Wunderschönes wachsen, denn ihr seht, den Samen dafür habt ihr schon lange gesät. Die Wurzeln gehen tief rein, aber das Bäumchen, das jetzt wieder zu wachsen beginnt, ist noch zerbrechlich. Euer Gegenüber möchte die Hand darüber halten, es beschützen, denn da hat jemand erkannt, dass Fülle mit euch möglich ist. Die letzte, die 9 des Frühlings. Schütze deine Früchte. Passt das nicht herrlich? Das heißt zwar, schütze die Früchte deiner Arbeit, aber das ist ja auch Arbeit. Ihr habt ja schon etwas investiert. Mitgefühl, Liebe, Geduld, Aufmerksamkeit. Und da wird etwas beschützt. Das passt herrlich, gefällt mir sehr gut. Und für euch Singles bedeutet das, der, den ihr kennenlernen werdet, der wird behutsam vor sich gehen, der wird erkennen, dass ihr erst Vertrauen benötigt, euch zu öffnen. Das ist niemand, der so, ja, mit der Brechstange vor sich geht. Wir haben erstmal der Page der Münzen. Wir haben viel Münzenergie, viel Fülle, viel Wachstum. Das ist Vertrauen. Ausgeglichen sein. Der steht hier auf einem Bein mit seinem Schatz in der Hand. Absolut sicher. Der Teufel, eure inneren Dämonen. Der lockt euch so manches Mal noch wieder zurück ins Drama zu verfallen. Das gefällt ihm nämlich. Ja? Dieses Gefühl, sowas gefällt dem Teufel. Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, schlaflose Nächte, keine Zukunft sehen ist genau sein Ding. Ihr werdet im Juli ein paar Mal noch, ja, sagen wir, einen Rückschritt starten dahin. Aber ihr seid stark genug mit der Herrscherin, diese gereichte Hand auszuschlagen und zu sagen, nee, vergiss es. Hier. Seht ihr das Gesicht? Das ist das, was ihr schon erreicht habt. 4 Münzen. Die haltet ihr fest. Ihr sagt, nee, ich bin hier mit dem Schiff gefahren. Ich bin auf die Sonne zugegangen und habe das hier hinter mich gelassen. Du kommst nicht mehr an meinen Schatz ran, an das ran, was ich bis jetzt erreicht habe. Und schaut euch das Gesicht an, das ist so richtig, bleib weg. Die 9 der Münzen, das ist das, was ihr erreicht, die Früchte. Durch diesen Wandel, den ihr macht, durch diese Stärke, die ihr empfinden werdet, durch das, dass ihr Dinge loslasst, genauer hinschaut, euch traut, nach vorne zu schreiten, könnt ihr von diesem Baum alles pflücken.
Da hängt alles dran. Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit. Schaut mal her. Das ist dieses Bäumchen. Dieses Bäumchen, das wächst. Und wenn es eine gewisse Größe erreicht hat, dann hängen diese Dinge für euch an diesem Bäumchen. Und ihr könnt sie gemeinsam ernten. Die Früchte beschützen, die du gesät hast. Und die vier der Stäbe, Lebensfreude. Lebensfreude und Spaß im Juli. Eine Veränderung, einen neuen Weg einschlagen, wieder in den Mut, in die Hoffnung gehen, weitergehen. Ganz einfach weitergehen. Jetzt schauen wir mit den Lennemore-Karten vier Energien. Konkrete Schritte. Was darf ich euch denn erzählen? Was passiert denn noch konkret? Noch zwei, bitte. Ihr habt da vielleicht eine kleine Durststrecke hinter euch, aber da geht es raus. So, eure Träume, eure Wünsche, aber auch die Angst, dass euer Traum nicht in Erfüllung geht. Ne? Ihr schaut auf den Hund und die Nachricht, die euch ereilt. Der Hund ist auch eine Seelenpartnerkarte. Ich sage immer, der Hund sucht sich den Menschen aus, nicht der Mensch den Hund. Auch wenn wir uns das immer einbilden. Da erreicht dich eine Nachricht. Jetzt schauen wir mal auf deine Träume, denn diejenigen von euch, die mich schon länger kennen, wissen, wenn der Mond fällt, kommen immer meine kleinen Meerjungfrauen zum Einsatz. Und das hat deswegen seinen Grund, weil im Licht- und Schattentarot im Mond eine kleine Meerjungfrau ist, die sich so hoffnungslos auf den Grund sinken lässt. Und dann schauen wir mal. Fruchtbarkeit, Potenzial, Stärke, schöpferische Energie, Einweihungsenergie. Dieser Traum, meine Süßen, hat jetzt das Potenzial, in Erfüllung zu gehen. Du hast jetzt die Stärke, die schöpferische Energie, deine Träume wahr werden zu lassen. Und da noch eine Einweihungsenergie dabei ist, mit zweimal der Herrscherin, kriegst du einen Wahnsinnsenergieschub ab. Also du wirst angetrieben werden. Das ist unglaublich. Und jetzt gucken wir noch, was Amors kleine Herzen sagen. Für euch Singles kann sein, dass ihr eine Einladung erhaltet auf einen Geburtstag, auf irgendein Event. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und romantische Liebe, Amors Pfeil hat getroffen. Ich habe hier dreimal Liebe liegen. Das ist mehr als Hammer. Ja? Raus aus diesem Drama. Ihr steuert in etwas ganz, ganz Neues, auf etwas ganz Neues zu. Jetzt möchte ich mal schauen, welche Göttin des Lichts sich euch offenbaren möchte. Concordia. Ich bin, Gott, ist es dunkel. Ich bin Balance. Ich bin Balance, sagt sie euch. Und hier ist die Balance. Ihr werdet im Juli eure Balance finden. Ihr werdet strahlen. Ihr werdet eine liebevolle Herrscherin sein, die mit Klarheit der Königin der Schwerter sagt, was sie möchte und was sie nicht mehr möchte. Und das ist sexy. Das ist Ausstrahlung. Das lässt euer Gegenüber, ja, erzittern. So, ich habe neue Karten, die Drachenreiterkarten. Jetzt schauen wir mal, was die Drachenreiter euch noch für eine Botschaft überbringen.
bin ja ein kleiner Kartenfetischist. Und zwei Stück, die sind sehr schwer zu lesen, vor allen Dingen unter dem Licht. Nike und Leslie, deine Fähigkeiten werden dich zu einem ruhmreichen Sieg führen. Es ist an der Zeit, dein Potenzial erwachen zu lassen. Glaube an dich. Jetzt habe ich aber fast eine Gänsehaut. Glaube an dich, das ist doch das, was ich hier seit einer halben Stunde predige. Oja und Anadi. Oja spricht, geben und nehmen sind aus der Balance geraten. Mit dem Wind erneuere ich deinen Geist, mit dem Feuer erneuere ich dein Leben. Deine Balance ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das haben wir ja hier oben gesehen. Jetzt soll sie wieder in den Einklang kommen. Wir haben hier mit der Göttin die Balance und der Drachenreiter sagt dir auch, deine Balance wird im Juli hergestellt werden. Du wirst deinen Weg kennen und ihn mit Bravour meistern, weil du bist ja die Siegerin in diesem Monat. Welche Energie begleitet dich? Du bist gut genug. Na, wenn das nicht passt. Du bist nicht nur gut genug, du bist Spitze, du bist einsame Spitze, du bist etwas ganz Besonderes. Ein liebevolles, unglaublich schönes, göttliches Wesen und genau richtig so, wie du bist. Und diese Erkenntnis wirst du erhalten mit der Herrscherin. Welcher Engel begleitet dich auf deinem Weg? Engel der Träume, glaube an die Erfüllung deiner Träume. Hier, Fruchtbarkeit. Glaube an dich, glaube an die Erfüllung deiner Träume. Die Herrscherin kann sie umsetzen und wahr werden lassen. Jetzt schauen wir noch zum Abschluss die Botschaft vom Universum an dich. Was möchte das Universum dir mit auf den Weg geben? Wenn ich jemanden zum ersten Mal mit den Augen der Liebe betrachte, lasse ich die Schatten der Vergangenheit hinter mir. Wow. Hier sind die Schatten der Vergangenheit. Also, Augen auf mit der Liebe. Ich fand, das ist eine wunderschöne Botschaft. Ich hoffe, ihr lächelt jetzt. Seid bereit, den Tempel eurer Wahrheit zu betreten, hinzuschauen, das Drama hinter euch zu lassen. Wenn ihr noch in dem Drama festhängt und Unterstützung möchtet, dürft ihr gerne entweder unten in die Infobox schauen oder im Abspann meine WhatsApp-Nummer notieren. Schreibt mich an, wir telefonieren und besprechen, wie ich dich begleiten darf. Ich freue mich über jedes Daumen hoch, jedes Smiley, jeden Kommentar. Und ganz besonders natürlich, wenn ihr unsere Community unterstützt, indem ihr mir ein Abo dalasst. Denn es kommen viele Videos, auch ohne Husten, online. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich hier an meinem Tisch wieder besucht, wenn es heißt, wir schauen mal mit Aurora, was die Energien zu erzählen haben. Ich drücke euch ganz, ganz fest, schicke euch ganz viel Licht und Liebe, ganz viel Kraft für diesen Weg im Juli. Und ihr seid einzigartig und wunderschön, vergesst das nie. Bis dahin alles, alles Liebe, eure Aurora.